Ich bin ja ehrlich gesagt so halbsportlich, aber heute stelle ich euch mal jemanden vor, der regelrecht für Sport brennt. Klaus, du liebst ja Radfahren. Was passiert dabei mit dir? Ja, ich freue mich, wenn ich diese Herausforderung am Berg schaffe. Also wenn ich es schaffe, den Berg hochzukommen. Auch auf der anderen Seite beim Berg runterfahren geht es halt um Geschwindigkeit. Man muss sich ständig fokussieren. Das Gelände ist immer wieder anders. Das bedeutet, man muss immer wieder was anderes machen. Und du magst auch Herausforderungen. Das passt eigentlich auch ganz gut, oder? Ja, das passt ziemlich klasse. Wir haben auch Kunststoffe in diesem Gebiet, also die für extremste Ansprüche entwickelt wurden. Also Hochleistungskunststoffe wie unter anderem PEBAS. Der Chemiker wird dazu sagen Polyetherblockamide. Und diese Materialien sind wirklich für extremste Anforderungen im Sportbereich entwickelt worden. Das Wort kann ich noch nicht mal flüssig aussprechen, aber du zeigst uns das jetzt in echt, oder? Genau, du kommst mit. Klaus arbeitet im Chemiepark Mahl. Dort wurde PEBA schon 1979 unter dem Markennamen Vestamid E auf den Markt gebracht. PEBA ist ein Hochleistungskunststoff, der bei extremen Ansprüchen eingesetzt wird. Bevor er zum Beispiel in Hydraulikleitungen von Fahrrädern oder medizinischem Zubehör verarbeitet wird, ist es unscheinbares Granulat oder Pulver. Klaus, wir sind jetzt hier im Technikum. Was passiert hier mit PEBA? Wir haben hier eine Spritzgussmaschine. In dieser Spritzgussmaschine wird PEBA verarbeitet. Das Material kommt in die Spritzgussmaschine hinein, wird verflüssigt. Der flüssige Kunststoff wird dann in die Form als solches rübergedrückt. Und ab einer gewissen Temperatur kann der Kunststoff entnommen werden. Und du kannst deshalb so flüssig davon erzählen, weil das ein bisschen Heimat für dich hier ist, oder? Ja, genau. Ich bin damals als Spritzgussingenieur nach meinem Studium hier bei der Evonik angefangen und durfte mich dann mit den verschiedensten Verarbeitungstechniken auseinandersetzen. Finde das sehr interessant. Darf jetzt weltweit Kunden betreuen, die ähnliche Prozesse haben und man bleibt irgendwo seiner Heimat ein Stück weit treu. Klaus ist nonstop unterwegs und spricht mit großen Sportartikelherstellern über ihre Anforderungen. Welche drei Eigenschaften im Sport sind denn besonders wichtig? Zum einen die Designfreiheit. Das heißt, der Schuh von morgen wird anders aussehen als der Schuh von heute. Das muss unser Material mitmachen. Auf der anderen Seite, dass das Material nahezu unzerstörbar ist, egal was der Sportler mit dem Schuh als solches macht. Als drittes würde ich nennen die Elastizität. Man sagt ja jetzt über die WM 1954, dass den Deutschen auch ihre Schuhe so ein bisschen beim Sieg geholfen haben. Hat denn PEBA auch eine Eigenschaft, wo du sagst, damit werden wir wieder Weltmeister? Das Material ist im Vergleich zu anderen Kunststoffen wesentlich leichter und bedeutet am Ende des Tages in einem 90-minütigen Fußballspiel, dass der Spieler 100 Kilogramm Material bzw. Gewicht weniger transportieren muss. Was bedeutet, er kann schneller agieren, ist agiler, ist schneller und kann ausdauernder Fußball spielen. Was ist so mit dem Thema Individualisierung? Ich könnte mir vorstellen, dass der Schuh von morgen 3D gedruckt wird. Ja. Und das würde ich dir gerne gleich zeigen. Die Sportindustrie, die ist allerdings ja auch extrem schnelllebig. Was bedeutet das eigentlich für dich? Das bedeutet für uns, wir müssen heute verstehen, was übermorgen benötigt wird. Wir stehen ja jetzt hier auch vor so einem 3D-Drucker. Was kann man da drin eigentlich alles machen? Okay. Sollen wir mal reingucken? Ja, auf jeden Fall. Wir können hiermit halt Schuhsohlen individuell maßgeschneidert herstellen. Auf der anderen Seite wäre es denkbar, dass wir maßgeschneiderte Sonnenbrillen, Brillen herstellen, Protektoren für Skifahrer, Snowboardfahrer oder aber für mich, für den Mountainbiker von morgen. Wir haben hier mal eine Schuhsohle vorbereitet. Mhm. Cool. Als Modell. Ja. Ob diese übermorgen so kommen wird, sei dahingestellt. Mhm. Ist eine Prinzipskizze, aber man sieht vorne ziemlich flexibel das Material. Hinten mit diesen Federn haben wir eine Dämpfungswirkung und in der Mitte ziemlich steif. Klaus. Herzlichen Dank, das war echt ein super spannender Tag mit dir und ich werde daran denken und an diese Sohle, wenn ich das nächste Mal joggen gehe, weil wer weiß, vielleicht bin ich ja allein dadurch schon ein bisschen schneller. Tschüss! Evonik. Kraft für Neues.